Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA Online. Wir spielen hier die Remaster-Version und zur rechten Seite haben wir hier einmal den Ignus und zur linken Seite den Ignus bewaffnet. Sind zwei komplett identische Fahrzeuge. Der einzige Unterschied ist das MG hier oben drauf. Und um dieses Fahrzeug geht es heute. Wir testen den ganzen heute mal Beschleunigung, Endgeschwindigkeit, Handling auf der auf einer Highspeed-Strecke. Dann gehen wir das Ganze auf Tiefflieger. Ist eine neue Strecke, die schon länger gibt, aber ja, für die HSW-Fahrzeuge. Also wir testen das Auto hier auf Herz und Nieren von der Leistung her, vom Performance her. Das ist sozusagen jetzt der Teil 2 vom Ignus bewaffnet. Den ersten Teil habe ich auch schon rausgehaut auf meinem Kanal. Da ging es jetzt rein ums Tuning, wo man das Auto kauft, was man machen kann mit dem MG. Und ja, da bin ich halt so auf das Auto etwas näher eingegangen. Aber jetzt würde ich sagen, hauen wir uns gleich mal hier in die erste Teststrecke rein. Hier sehen wir jetzt nochmal schön den Unterschied. Hier ist einmal der Ignus und hier ist dann einmal der Ignus bewaffnet. Und ja, jetzt testen wir mal hier den Ignus gegen Ignus bewaffnet. Einfach auf der Highspeed-Strecke, ob sich das HSW-Tuning überhaupt was bringt. Oder ob das, ob der Ignus mit Geschütz oben drauf vielleicht sogar langsamer ist. 3, 2, 1 und ready to go. Ich gehe hier auf jeden Fall direkt mit einem Blitzstart raus. Und das mache ich jetzt einfach mit allen Fahrzeugen so. Dann ist das, glaube ich, eine ganz faire Angelegenheit. Wir nähern uns das Ziel 48, 49. Das wird eine 50er-Zeit. Das wird wahrscheinlich so 50,5 oder so sein. 50,7. Ja, das schreibe ich mir gleich mal auf. 3, 2, 1 und ready to go. Wir starten hier wieder direkt raus mit einem super Start. Und ja, wir sind jetzt eben mit der bewaffneten Version unterwegs. Wie gesagt, ist komplett 1:1 die gleiche Version eigentlich. Nur, dass der eben noch zusätzlich ein MG am Dach hat und zusätzlich noch ein Leistungstuning von HSW bekommen hat. Die Zeit, die es eben zu schlagen gibt vom Ignus, ist eben 50,7. Wir sind jetzt hier schon auf der Zielgeraden. Gut, auf der Zielgeraden sind wir die ganze Zeit. 41, 42, 43 definitiv schneller. Es wird um die 7 Sekunden schneller sein. Und das ist schon, 43,6 ist, kann man sagen, wenn wir minimal aufrunden, wenn wir ein Zehntel aufrunden, sind wir 7 Sekunden schneller. Und das finde ich, das ist schon erstaunliche Leistung. 43,6 ist aufgeschrieben. Ich will euch das einfach nur ganz kurz zeigen. Ich habe gerade so lange schon gescrollt. Ich habe einfach schon so viele Sportfahrzeuge. Ich zähle jetzt einmal ganz kurz mit euch durch, weil ich finde es irgendwie cool, ey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 Sportwagen besitzen wir einfach schon. Ja, ist auch nicht schlecht, ne? Auf jeden Fall ist jetzt nehme ich den S95 her. Warum nehme ich den her? Ist es ein Sportwagen, kein Supersportwagen? Ja, ich weiß, der Ignus ist ein Supersportwagen, aber ich hau mich gleich mal hier rein, kann ich euch ja während der Fahrt erzählen. 3, 2, 1 und ready to go. Also warum nehme ich jetzt den Sportwagen hier auch noch her in Vergleichsding, obwohl es kein Supersportler ist? Ganz einfach aus dem Grund, weil man bei den neuen HSW-Rennen, die man machen kann, gibt es ja Stufe 1, 2 und 3. Und in der Stufe 3 befindet sich der X95 sowie der Ignus in der gleichen Klasse. Also die zwei können gegeneinander antreten und daher finde ich es dann auch natürlich wichtig, die zwei zu vergleichen. Wir nähern uns jetzt hier schon wieder dem Ziel und es gilt vom normalen Ignus eine 50,7 und vom HSW Ignus eine 43. Hör doch auf! Hör doch auf! Ich habe erst gedacht, ach komm, brauche ich gar nicht vergleichen, der wird so oder so schlechter sein. Ja, hör doch auf! Der ist schneller! Der ist schneller! Warum muss ich mal aufschreiben? Eine 42,2. Der ist um, knapp 1,5 Sekunden schneller. Sportfahrzeug, ja? Kein Supersportler, das ist ein Sportfahrzeug. 1,5 Sekunden schneller als der Ignus mit HSW-Tuning. Also der X95 war jetzt auch mit HSW-Tuning, das ist schon klar, ja? Aber der Ignus ist halt auch mit HSW-Tuning, ist einfach mal 1,5 Sekunden langsamer. Finde ich jetzt enttäuschend.
enttäuschend, muss ich sagen. Finde ich jetzt ein bisschen enttäuschend. Weil ich hätte jetzt schon eigentlich erwartet, dass er irgendwo schneller ist. Ja, jetzt nehmen wir das letzte Fahrzeug noch her, die Hakuja Drag, auch mit HSW-Tuning. Warum kommt die jetzt noch mit ins Spiel rein? Ganz einfach, weil das ist ja ist halt so ein Beschleunigungs- oder beziehungsweise generell ein Endgeschwindigkeitsmonster. Finde ich einfach generell interessant zum Vergleichen, dass auch ein HSW-Tuning ja, mögliches Fahrzeug ist, sagen wir so. Und es fährt auch in der gleichen Klasse. Also selbst das ist auch wieder ein Fahrzeug, was in Stufe 3 von die HSW-Rennen mitfährt. Und daher ja, kann es auch gegen den Ignus antreten. Daher finde ich es auch wieder relevant und finde ich es eigentlich recht sinnvoll, dieses Fahrzeug mit hier in die Liste der Tests mit einzupacken. Schlagen gilt es jetzt beim Ignus, der 43,6 und vom anderen eine 42,2. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe es ja schon gewusst, dass sie schneller ist. Ne? Eine 39,4. Ich schreibe es mir trotzdem nochmal auf. Eine 39,4 ist einfach nochmal um knapp 3 Sekunden schneller als der X95 und um 4,5 Sekunden schneller als der Ignus bewaffnet. Also das ist schon, ja, ist halt ein Biest, aber wir gehen jetzt auf jeden Fall in die Teststrecke rein, Rundkurs. Und das sind eben hier die ganzen HSW-Zeitrennen, nicht Zeitrennen, einfach halt die Rennen, wo wir eben diese Fahrzeuge nur hernehmen können mit HSW-Tuning. Und da haben wir uns jetzt mal in den Tiefflieger rein und da testen wir jetzt eben den Ignus, den X95 und die Hakuja Drag, denn die sind ja alle in der gleichen Klasse. Wenn wir hier eben die Klasse Stufe 3 auswählen, das ist eben sozusagen die schnellste Klasse und da finden wir dann diese Fahrzeuge. Und drum lasse ich eben diese drei Fahrzeuge auch gegeneinander antreten. Eben hier haben wir die Hakuja Drag, hier haben wir den Ignus bewaffnet und hier haben wir den S. Ah, ich sage immer X, ne? Warum sage ich immer X, ey? Heißt ja gar nicht X95, S95 heißt der. Tut mir leid, also nicht X95, sondern S95. Und dann gibt es noch die Banshee und einen Zyklon 2. Die 2 werde ich auch noch testen, kommt auch noch dran. Aber da habe ich jetzt noch keine Vergleichswerte, aber ich nehme mal sehr stark an, die Banshee wird jetzt nicht so gut abschneiden und der Zyklon, ja, könnte eine Überraschung sein, muss man einfach testen. Aber ich würde sagen, Ignus bewaffnet ist sicher hier der spannendste Kandidat. Ich habe jetzt mal 10 Runden eingestellt, die werde ich jetzt mal hier fahren. Also ich fahre jetzt zum allerersten Mal hier mit einem Ignus bewaffnet überhaupt irgendein Rennen, außer halt das, was wir gerade gemacht haben, das Kerzen geradeaus die Teststrecke. Aber das ist ja nicht wirklich ein Rennen. Darum bin ich jetzt wirklich sehr, sehr auf die Zeit gespannt. Ich habe gedacht, ich gehe das jetzt folgendermaßen an. Also ich gehe jetzt, die erste Runde gehe ich jetzt mal ganz chillig an. Also nicht wundern, wenn ich jetzt hier irgendwie langsam fahre. Wird schon noch schneller werden dann. Und zwar, ich habe die Hakuja Drag, habe ich schon getestet hier auf der Strecke. Habe ich, glaube ich, schon, ja, sicher gut 50 Runden habe ich hingelegt. Meine schnellste Runde war sogar, ja gut, ja, ich will es nicht damit angeben, aber ich war Weltrangliste Platz 2 mit der schnellsten Runde. Man muss aber auch fairerweise eins sagen, das Spiel ist ja noch nicht lange draußen. Daher werden jetzt, ja, da werden sicher mit der Zeit dann natürlich schnellere Zeiten noch gefahren werden. Aber trotzdem, ja, war schon mal eine ordentliche Zeit von mir, die ich hingelegt habe, sagen wir mal so, ja. Der Vergleichswert gilt zu schlagen mit dem Ignus, bin ich sehr, sehr gespannt. Und mit dem X, na, jetzt habe ich schon wieder X, ey. Mit dem S95 werde ich, bin ich schon gefahren. Also habe ich auch schon meine, ja, genau, auch schon meine 50 Runden absolviert, sowas. Und da kann ich euch die Zeit jetzt mal einblenden. Also 1 Minute 14, ja, 5 oder so war das hier, was ich da mit einem S95 hingelegt habe. Das gilt es auf jeden Fall mal zu schlagen mit dem Ignus hier. Glaube ich auch, dass wir das hinbekommen werden. Ich kann aber nur eins sagen, mit der Hakuja Drag war ich ich will jetzt nicht sagen um extrem viel, aber schon um einiges nochmal schneller. Und das gilt es halt im Endeffekt dann, ja, eigentlich zu schlagen. Aber jetzt will ich erstmal die Zeit vom S95 knacken. Gut, zweite Runde. Wir haben die Zeit schon geschlagen, glaube ich. Weil es war so eine 1:14:2 oder so, nehme ich an.
Also wir sind jetzt schon mal in der zweiten Runde, obwohl ich noch voll rumeiere, weil ich muss mich erstmal hier an die, ja, ans Handling und so ein bisschen gewöhnen. Das Auto, also Strecken-Auto-Kombination. Die Strecke kenne ich ja schon sehr, sehr gut, weil die gab es ja schon seit 2013. Also die kenne ich in- und auswendig, die Strecke. Aber an das Fahrzeug muss ich mich trotzdem erst gewöhnen, weil mit normalen Ignos bin ich ja fast gar nicht gefahren, weil der halt nicht so gut ist für die Rennen. Aber drum würde ich jetzt sagen, ja gut, also die Runde ist jetzt definitiv noch besser. Jetzt knacken wir mal ganz, ganz easy die S95er Zeit. Also was man definitiv schon sagen kann, das Auto lässt sich wesentlich leichter steuern, also ist wesentlich anfängerfreundlicher als der S95, obwohl der S95 ja 1,5 Sekunden schneller war auf unserer Teststrecke, ist der Ignus halt trotzdem hier auf dem Rundkurs schneller. Weil er halt einfach, ja, Handling ist halt trotz all dem nicht zu vernachlässigen. Und ein Handling hat er definitiv ein besseres. Ich würde jetzt nicht sagen, ein gutes ist trotzdem noch anspruchsvoller, als wie man jetzt mit einem Krieger oder mit einem Emerus fahren würde. Aber auf jeden Fall leichter. Ich bin jetzt in der 10. Runde, ich brauche jetzt da noch mehr. Ich werde mir jetzt nochmal 20, 30 Runden reinhauen, da ich mich wirklich an das Fahrzeug gewöhne. Denn ich habe mit der Hakuta Drag habe ich auch nicht in den ersten 10 Runden diese Zeit rausgeballert. Sondern da habe ich auch länger gebraucht. Wie gesagt, habe ich auch insgesamt um die 50 Runden gespielt. Und das wäre jetzt einfach unfair. Darum muss ich da jetzt dem Auto oder mir, muss ich da jetzt einfach auch die Zeit geben, dass dann mal da wirklich ein gutes Ergebnis draus schließen kann. Bevor wir uns jetzt die Zeit vom Ignus anschauen, schauen wir die Hakuta Drag an, und zwar habe ich hier eine 1,99 und das ist eben, wie gesagt, Weltrangliste Nummer 2, Platz 2 mit 1 Minute 9 Sekunden und 9 Zehntel, und das gilt es jetzt eben zu schlagen mit Ignus bewaffnet. Ich sage jetzt mit Ignus bewaffnet dazu, dass man sich auskennen, aber ich glaube, ihr wisst Bescheid. Ich habe mir jetzt nochmal 20 Runden habe ich mir jetzt nochmal gegönnt. In der 16. Runde hatte ich meine schnellste Zeit. Das war meine schnellste Runde in der 16. Muss aber dazu sagen, ich habe auch einen kleinen Fehler. Einen kleinen Unfall habe ich dabei, aber ja, der hat vielleicht eine halbe Sekunde, wenn überhaupt, gekostet. Der kommt das ein bisschen weiter vorne. Aber sonst war ich mit der Runde war ich eigentlich sehr zufrieden. Ich muss generell sagen, ich konnte sehr gut fehlerfrei jetzt eigentlich fahren. Also Runde für Runde waren eigentlich alle Runden sehr gut, aber das war halt jetzt die schnellste. Hier bin ich ein bisschen an der Laterne angekommen. Und drum, es hat ein bisschen Zeit gekostet. Aber nach wie vor trotzdem eben die schnellste Runde. Würde ich jetzt noch weiterspielen, sage ich mal so. Ist schon das Potenzial da. Bis zu 2 Sekunden vielleicht könnte ich vielleicht noch rausholen, wenn ich wirklich noch viel spiele. Aber recht viel dann wahrscheinlich auch nicht mehr. Also um die 2 Sekunden sehe ich es noch realistisch, dass man schneller fahren kann. Also, dass ich halt schneller fahren kann, ja. Kommt halt auch immer aufs Können drauf an. Manche können halt von Haus aus schneller fahren. 1,7 Sekunden bin ich jetzt, 1,8, 1,9, 1,94 durchs Ziel und schneller wie mit der Hakuta Drag. Hakuta Drag war ja 1,99 und hier sind wir bei 1,94. Also eine halbe Sekunde schneller wie mit der Hakuta Drag. Und das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Und ich bin jetzt hier eben nochmal auf die Bestenliste bin ich jetzt gegangen. Bei Tiefflieger beste Runde und hier sehen wir jetzt eben, jetzt bin ich Platz 3 mit einem Ignus mit einer 1,94. Ja, ich weiß, ich war vorher mit der Hakuta Drag, war ich mit einer 1,99, war ich auf Platz 2, aber die Aufnahme ist ja auch ungefähr 24 Stunden auseinander. Also ich habe mit der Hakuta Drag habe ich eben, war ich Platz 2 und jetzt nach 24 Stunden ungefähr habe ich jetzt erst das mit Ignus eben gemacht, und in der Zeit kam halt schon wieder ein anderer mit wirklich einer sehr, sehr guten Leistung, mit einer 1 Minute 7,4, das ist schon wirklich krass, aber das wäre ungefähr so die Zeit, wie ich eben meinte, 2 Sekunden schneller, dann wäre ich ungefähr auch bei so 1,7,4 oder vielleicht geht auch 1,7, vielleicht so um den Dreh, wäre mit einem Ignus, könnte ich mir vorstellen, bei mir drinnen. Ja, das war es auch eigentlich, der Teil 2 vom von der Vorstellung, sage ich mal, vom Ignus. Ich hoffe, ihr wisst jetzt Bescheid, quasi wie vom Tuning alles geht und ob er sich eben für die Rennen lohnt oder nicht. Mein endgültiges Fazit ist definitiv,
Er lohnt sich definitiv für Rennen. Er ist auch sicherlich auf gewissen Strecken schneller wie die Hakuta Track. Zum Beispiel jetzt Peer-to-Peer, schätze ich mal, wird die Hakuta Track schneller sein. Aber man hat definitiv eine Chance. Und bei kurvenreicheren Strecken, die noch kurvenreicher sind als Tiefflieger, ist man definitiv mit dem Ignos dann sogar schneller als mit der Hakuta Track. Und von dem her, ja, ich spiele halt auch nicht gern mit Motorrädern. Ja, ich werde jetzt nur noch den Ignos hernehmen. Ich finde es mega geil, dass wir jetzt wirklich auch bei, ja, bei HSB-Rennen mit Stufe 3, dass wir hier eben einen Konkurrent zu der Drag haben, der zum Teil sogar besser ist. Denn ich habe schon befürchtet, ich muss jetzt immer mit der Drag spielen, wenn ich gewinnen will. Nein, so ist es aber nicht, denn wir können hier wirklich definitiv, ja, wirklich mit gutem Gewissen sagen, der Ignos ist gleich gut, teilweise besser, bei gewissen Strecken schlechter. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. War ziemlich ausführlich um dieses Auto. Ich glaube, so ausführlich habe ich noch nie ein Autovideo gemacht. Wenn euch das gefallen hat, so ausführlich, dann ja, lasst mir gerne in die Kommentare wissen. Dann weiß ich einfach so, ja, wie ich halt die nächsten Autos vorstelle, ob ich es wieder ein bisschen kürzer angehe oder halt doch auch wieder so ausführlich. Also in dem Sinne würde ich jetzt einfach sagen, haut rein, euer Luzi und ciao.